Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ach ja, die Suche nach dem Lenker. Geht in die Verlängerung. Das Glück, mein Glück. Naja, wir haben 6:30 Uhr, Tag 55. Wir haben noch ein paar Zombies erschlagen und sind einfach auf der Suche nach diesem Lenker. Ich hatte schon das Glück, muss man ja sagen. Muss man ja wirklich so fair dem Spiel gegenüber sein. Blaue Reifen. Nice. Ich hatte ja schon das Glück, dass ich den Motor gefunden habe und das Headlight. Das braucht man nämlich auch noch für den Lenker. Das hätte ich jetzt wieder. Ich hätte mich gefreut wie ein Schnitzel. Hätte ich dieses Headlight, diesen Lenker gefunden. Aber dann hätte mir immer noch dieses Headlight gefehlt. Ach Mist. Alles kaputt machen hier. Nee, dann hätte mir noch dieses Headlight gefehlt. Oder die Headlamp. Wie heißt es denn? Headlight, das wollte ich vorhin sogar mal kurz scrappen, bevor ich gesehen habe. Nee, das sollte man vielleicht doch behalten. Ja, aber das letzte Teil, das allerletzte Teil, es bleibt mir verwehrt. Irgendwie, na. Ich habe da mal gerade so ein Grinsen oder so ein leichtes Lächeln auf den Lippen, weil ich mir einfach denke, wie kann es denn sein? Ich bin hier 55 Tage in dem Spiel und ich habe wirklich schon viel gelootet, verdammt viel gelootet. Und ich habe bis jetzt noch keine einzige Taschenlampe gefunden. Null, zero, nada, niente. Nicht mal ein Anzeichen von einer Taschenlampe. Hab zum ersten Mal solche Lamps gefunden, zum ersten Mal den Motor. Die Kabel hatte ich auch jetzt erst in der Stadt gefunden. Aber dieser Lenker. Es mag nicht, es mag nicht. Jetzt geht schon wieder hier mein R nicht. Das ist auch so was Unverständliches. Glaube, das Spiel will sich schon langsam verabschieden, weil es so Alpha 13 nicht mag. Oh ja. Es macht zwar schon Spaß, weil ich halt immer noch was suche. Es ist jetzt nicht wie in der letzten Version. Da war ich ja irgendwie Tag. Bilden mir eines war Tag 14, 20. Tag 20 war es, glaube ich. Da hatte ich alles. Da hatte ich absolut alles. War absolut Overkill. Munition, Waffen, alles. In rauen Mengen. Aber hier, das hält mich auf Trab. Also die Version 12.5. Oder überhaupt Alpha 12. Geil. Also an und für sich Resümee schon mal davon. Echt geil. Hatte ich mir echt nicht so erwartet. Da lasse ich mal die Pfoten weg von dem Lüftungsschacht. Ich weiß ganz genau, dass dann das da reinstürzt. Ja, so, machen wir das hier rein. Ach komm. Bitte, bitte, bitte. Es wäre so nice. Dann könnte ich endlich mal Pocketbike oder halt Minibike fahren. Kommt der ist da drin? Nein. Nein. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht mehr durch die Stadt durch. Aber ich glaube. Oder ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Dann gibt es auch keine Autos mehr. Und Tankstelle. Tankstelle wollte ich noch aufs Dach, genau.
gibt's hier Besuch drin. Ach, ich gehe jetzt Richtung Stadt. Ich gehe jetzt Richtung Stadt, genau. Hier gibt's erst wieder meine morgendlichen Tabletten zusammen mit dem Schlückchen lecker Schnaps. Wo muss ich eigentlich hin? Eigentlich nur in den Süden runter, ja. Komme ich automatisch in die Stadt runter. Oh, Hölle, da wollte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr hin. Tun wir gleich mal die Shotgun hier runter. So. So, die könnten wir mal repairen. Och man, anstrengend. Mist, das ist ja die gute. Waffen habe ich auch zu Genüge. Oh. Aber das ist wirklich nur an so einem kleinen Assi-Item. Hier scheitert das Ganze, das ist schon echt fies. Ach, jetzt habe ich die hier nachgeladen. Na, der Knüppel, der ist echt nicht mehr so gut. Den müsste ich eigentlich reparieren. Oder mir einen lilanen craften. Aber ich habe jetzt natürlich kein Eisen dabei. So, da geht's nochmal rüber, Verbindungsstraße. Ja, genau. Ne. Ab in die Hauptstadt. Back to the city. Da kann ich den Knüppel aber jetzt nicht mehr brauchen, so in dem Zustand. Das ist echt schade. Aber da hilft mir ein Knüppel sowieso nicht viel. Na, nee. Und irgendwie sind die ein bisschen flotter jetzt unterwegs. So scheint's mir irgendwie. Die kommen von viel weiter an. Das war in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so. Kann das sein, dass ich jetzt gleich wieder bei meiner Stadt bin? Nee. So, hier haben wir das noch zum Scrappen. Ich habe ja den Punkt hier auf die Hauptstadt gesetzt. Eieiei. Mm. Elf Uhr. Ich will nicht in die Stadt. Wobei, ich brauche mich ja eigentlich nicht fürchten. Es ist zwar doch immer ein bisschen riskant insgesamt. Wobei der Ermann schon erwähnt hat, ja, es wäre dabei an der Tanke ein bisschen ausgeartet. Nee, so schlimm jetzt auch nicht. Es kann einmal zwar zwischendurch ein Zombie mal leicht touchieren oder so, aber... Oh, Wellness 169. Wir gehen straight auf die 200 zu. Ja, wie gesagt, es kann einen leicht mal einer touchieren, aber dass das so wirklich gefährlich wird, eigentlich nicht. Also da müsste man schon grob fahrlässig irgendwie handeln und hier irgendwo runterspringen, sich das Bein brechen, halb tot sein. Keine Munition mehr haben, kein Knüppel, Hunde da, Dicke da, Kotzer da. Komm, hier ist jetzt der Lenker drin. Nee, aber wieder Öl. Hm. Oh, da ist ein Airdrop. Haha, da ist ein Air. Ich find's geil. Geil und lustig. Immer wenn ich hier so irgendwo spazieren laufe, kommen Airdrops. Oder finde ich die Airdrops?
Das zum Thema. SMG-Receiver, super. Na, wo hat der wieder abgeworfen? Noch gar nicht. Wobei SMG-Receiver, ich glaube, das war auch das letzte Teil für die SMG. Oh, da unten ist Kohle. Da unten ist Kohle. Irgendwie dauert das gerade ziemlich lang, bis ich da in der Stadt bin. Ah, sind gleich da. Ja, SMG, das heißt, glaube ich, ich kann die SMG machen. Aber ich glaube nach wie vor, dass sie immer noch so beschissen ist. Ah, da hinten. Und die Bienchen sind schon wieder da und warten auf mich. Hm. Ich habe hier so viele Freunde. Einfach so hässlich. Wow. Erschreck mich doch nicht so. Uiuiui. Da ist der Born and Noble, den sparen wir uns. Wir gehen einmal zur Tanke hinter. Da ist ein Auto, könnte man noch kurz reingucken, aber ich glaube, da war ich ja schon. Oh, Hund. Ich glaube, ich häng. Da werde ich dann auch noch mal kurz in Ding reingucken. Hatte ich da schon rein? Ja, klar. Da ist noch mal Reifen. Komm, komm, komm. Auch nix. Hier habe ich nämlich das letzte Mal. Weiß jetzt nicht mehr, war das im Livestream oder so? Ist schon ein bisschen her. Oh, Magnum Bullet. Magnum Bullet. Mach mal ganz einfach. Na komm. Die kann ich nicht zerlegen. Kann ich doch auch zerlegen. Hä? Kann ich doch basteln. So geht das nicht. Fehler im System. Fehler im System. Benzin, hier Munition, Messing. Machen wir es so. Es wird ein bisschen seltsam. Ja, ab und zu. Das Spinnspiel leicht. Weiß nicht warum, aber ja, es ist halt so. Okay, dann. Was machen wir dann? Dann heißt es eigentlich bloß hier ein bisschen weiter probieren einfach. Und suchen. Ah, jetzt. Interessant. Erstes Oil Barrel. Ja. Ah, wer sagt's denn? Drüben ist noch ein Auto. Irgendwie ist hier gar nicht mal so viel los, wenn man sich nicht aufhört wie Rotz am Ärmel. Lenker, Lenker, Lenker. Nee.
Oh, ich brauche wieder Schnaps. Oder liegt es daran, dass ich ja letztens hier schon relativ was weggemetzelt habe, aber eigentlich ist hier Instant Respawn. Small Engine. 31 Stück, aber ja. Ja, wollt ihr mich verarschen? Oh. Okay, wir laufen hier noch ein bisschen spazieren. Wir haben schon wieder 15 Uhr. Hey, es ist... So, Andenkenfoto. Oh, nee. Ich habe noch nicht gebrannt in dieser Season und ich möchte es auch nicht. Gibt's doch nicht. Bitte gibt's mir so einen doofen, so einen blöden Lenker. Es geht eigentlich, wenn man sich hier so ein bisschen ruhig verhält und brav immer lootet und mit dem Knüppel arbeitet und so. Mist. Mist, Mist, Doppelmist. In so einem Haus war ich auch noch nicht drin, aber ich glaube, da gibt es auch nur Mist. Also anscheinend die technischen Bauteile und sowas wirklich ausschließlich in Autos zu finden. Ist natürlich schon ein bisschen. Ein bisschen doof. Da laufe ich jetzt nochmal ganz hinter, wobei da war ich glaube ich letztes Mal schon. War ich bei dem Auto schon? Ich glaube ja. Ja. Aber jetzt kommt mich die Biene holen. Ein bisschen kacke. Nee. Ja, ja. Und für dich auch noch ein. Komm, hier noch was. Oh, ich muss jetzt dann los. Was ist denn hier gerade für eine cranke Musikeinspielung im Hintergrund kommen? Noch ein Auto, aber da war ich auch schon. Ne, ich muss jetzt dann weg. Schade aber auch. Diese Polizeigebäude wären natürlich auch noch interessant, aber... Nee. Nee. I have to go. So ein Mist aber auch. Leichte Enttäuschung macht sich breit. Jetzt haben wir Tag 56 und dann Tag 60 kommt erst nächste Hundehorde, wobei Hunde langweilig inzwischen, da kann ich auch irgendwo sein. Normale Horde. Och, nee. Nee. So lebensmüde bin ich dann doch nicht. Was natürlich lustig wäre, wenn ich jetzt hier irgendwo in so einem Rucksack was finden würde. Tja, wäre gelacht gewesen. Oh. Au. Ich hab mir ein Spreizel eingezogen. Splitter.
Ja, ein paar Sachen gehen uns einfach noch ab hier. Zum einen habe ich ja mal den Bunker gesucht, ganz am Anfang. Da war mir das Glück ja auch nicht gerade hold. Dann Forgebuch, auch Ewigkeiten. Aber hier auch, da ist ein Lenker, da passt ein Lenker rein. Also Scrap Iron haben wir jetzt dann wieder mächtig. Mächtig. Brauchen wir aber gar nicht mehr. Habe ich eigentlich schon die Verteidigung wieder aufgebaut? Kommt mir jetzt gerade so am Rande. Also ich meine ja, hey, okay, die Horden in letzter Zeit, die sind ja nicht mehr so furchteinflößend, wie sie am Anfang waren, aber. Okay, die Folge ist aber schon wieder rum. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dann schätzungsweise mit Hordebesuch. Macht's es gut, bis dann. Ciao.